Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU hat massive Kritik an der ungarischen Regierung und deren Gesetz zur Homo- und Transsexualität geübt. Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einer Schande. Das Gesetz verstoße gegen fundamentale Werte der Europäischen Union. Die Stadt München, Austragungsort des heutigen Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn, hatte beantragt, das Stadion als Zeichen der Toleranz in Regenbogenfarben zu beleuchten. Die UEFA hatte das mit Verweis auf ihre Statuten abgelehnt. Die Regenbogenflagge am Münchner Rathaus, wenn schon das Stadion nicht in diesen Farben leuchten darf. Auch viele Fans schwenken heute Abend die Fahne, um ein Zeichen zu setzen für Toleranz und den Schutz sexueller Minderheiten. Dass die in Ungarn in Gefahr sind, Kommissionschefin von der Leyen fand heute ungewöhnlich scharfe Worte und kündigte an, gegen Ungarn vorzugehen. The Hungarian bill is a shame. Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Ich glaube an eine EU, in der alle frei sind, zu lieben, wen sie möchten. Das umstrittene Gesetz in Ungarn verbietet die Darstellung nicht-heterosexueller Paare in Büchern oder Filmen, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind. Auch in der Werbung dürfen so wörtlich nicht-konforme sexuelle Orientierungen nicht als normal dargestellt werden. Aus Ungarn hieß es, nicht das Gesetz sei eine Schande, sondern die Aussagen von der Leyen, sie beruhten auf falschen Anschuldigungen. Das Gesetz sagt nichts über die sexuelle Orientierung von Erwachsenen. Kein Wort. Es sagt nur, sexuelle Aufklärung ist das alleinige Recht der Eltern, solange die Kinder unter 18 sind. Doch diese Interpretation teilen nicht viele. Mittlerweile 17 EU-Länder fordern schriftlich, dass gegen Ungarn vorgegangen wird. Das EU-Parlament erinnerte heute daran, dass seit neuestem Gelder gestrichen werden können. Beim EU-Gipfel morgen wird über Ungarn gesprochen. Es kann nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert diskriminierende Gesetzeslagen in anderen Mitgliedstaaten haben. So sieht man das auch in Frankfurt. Schon gestern Abend wurde geprobt. Anders als in München wird das Stadion hier und in anderen Städten heute während des Ungarn-Spiels strahlen in Regenbogenfarben. Auch Bundeskanzlerin Merkel hat das ungarische Gesetz zur Darstellung von Homo- und Transsexualität kritisiert. Sie halte es für falsch, sagte sie in der wohl letzten Regierungsbefragung ihrer Amtszeit im Bundestag, gut 3 Monate vor der Wahl. Alle Farben dürfen heute Fragen stellen. Rot, Grün, Schwarz, Gelb, Blau. Und die Kanzlerin muss zuhören und antworten. Zum Beispiel auf die Frage der AfD-Abgeordneten von Storch. Ihr Thema? Die EU-Kommission wolle gegen Ungarn ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen. Es geht um das viel kritisierte Homosexuellengesetz. Unterstützen Sie diese Linie der Kommission gegen den souveränen demokratischen Staat Ungarn? Also erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar, wenn man homosexuelle gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt. Klare Kante der Kanzlerin gegen AfD, Ungarn und dann auch gegen den eigenen Koalitionspartner. Der kritisiert die Ankündigung des Unionskanzlerkandidaten Laschet, nach der Wahl erstmal einen Kassensturz machen zu wollen. Ich interpretiere das als ein Misstrauen gegenüber dem, was das Kabinett unter Ihrer Führung und Finanzminister Scholz heute dem beschließt. Also ich würde Sie erstmal beruhigen und würde das nicht als ein mangelndes Vertrauen verstehen, sondern ich würde das einfach als einen Ansatz verstehen, dass man mal in die Bücher guckt. Das macht jeder, selbst der heutige Finanzminister permanent. Die Lacher hat Merkel auf ihrer Seite. Auch als eine grüne Abgeordnete mit Blick auf die eigene Spitzenkandidatin fragt, ob es Merkel nicht lieber wäre, wenn Deutschland auch in Zukunft von einer Kanzlerin geführt werde. Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin. Fazit nach einer Stunde Befragung, auch beim vermutlich letzten Mal kommt die Kanzlerin ohne Blessuren aus dem Bundestag. Der Bundeshaushalt wird auch im kommenden Jahr im Zeichen der Corona-Krise stehen. Das Kabinett machte heute den Weg frei für den Entwurf von Finanzminister Scholz, der fast 100 Milliarden Euro Neuschulden vorsieht. Besonders ins Gewicht fallen unter anderem Mehrausgaben, um die Sozialkassen zu stabilisieren. Deutliche Kritik am Haushaltsentwurf kommt aus der Opposition.
Den letzten Haushaltsentwurf dieser Regierung präsentierte Olaf Scholz am Vormittag im Haushaltsausschuss. Diskutieren und beschließen wird ihn erst der nächste Bundestag. 443 Milliarden Euro Ausgaben sind vorgesehen, gut 100 Milliarden weniger als dieses Jahr. Wahlkampfversprechen, mahnt Scholz, seien somit enge Grenzen gesetzt. Das wäre dann sehr unseriöse Politik. Die Zahlen sind offen und klar. Und wer jetzt im Wahlkampf antritt mit politischen Programmen, sollte sich anhand dieser klaren Zahlen bewegen und nicht so tun, als wüsste er nicht Bescheid. Nach 240 Milliarden Euro Neuverschuldung in diesem Jahr nimmt der Bund im kommenden Jahr nochmals knapp 100 Milliarden auf. Ab 2023 sollen wieder die Regeln der Schuldenbremse gelten. Sämtliche Rücklagen im Haushalt würden aufgebraucht. Insgesamt unsolide, findet der FDP-Chef. Eine nächste Regierung wird also vor einem finanzpolitischen Scherbenhaufen stehen. Auch wenn der nächste Kanzler von der CDU kommt, dieser den Scherbenhaufen verantwortet auch seine Partei mit, nicht nur Herr Scholz. Die Linke vermisst Einsparungen bei überflüssigen Ausgaben. 19 Milliarden Euro für neue Rüstungsprojekte gehören für sie dazu. Die SPD tut immer so, als will sie das alles gar nicht. Aber keine Vorlage erreicht den Haushaltsausschuss, wenn nicht das Finanzministerium zugestimmt hat. Also ist Olaf Scholz dafür für diese Aufrüstung voll verantwortlich. Obwohl die Regierung heute noch mal 8 Milliarden Euro zusätzlich für Klimaschutz beschloss, etwa für energieeffizientes Bauen, ist für die Grünen zu wenig Klimapolitik im Haushalt. Das heißt, wenn dieser Haushalt die Leitlinie der Zukunft sein wird, fehlen die Impulse für Wachstum und für Klimaneutralität. Der Haushalt liefert Stoff für den Bundestagswahlkampf. Angesichts der knappen Kassenlage bedarf jeder Ausgabenwunsch der Gegenfinanzierung. Durch Einsparen, Steuern erhöhen oder ein Lockern der Schuldenregeln. Anderthalb Jahre nach der ersten internationalen Libyen-Konferenz haben Deutschland und die Vereinten Nationen einen weiteren Versuch unternommen, dem schleppenden Friedensprozess im Bürgerkriegsland neuen Schub zu verleihen. Russland, die Türkei, Ägypten und andere Staaten verpflichteten sich in der Abschlusserklärung erneut dazu, alle Söldner und Soldaten aus Libyen abzuziehen. Thema des Treffens in Berlin war auch der Fahrplan zu Wahlen in dem tief gespaltenen Land, das seit Jahren unter Gewalt und politischer Instabilität leidet. Seit dem Sturz von Diktator Gaddafi 2011 herrscht Chaos im Land. Milizen und Stammesverbände kämpfen um Macht und Einfluss. International anerkannt war die 2016 gebildete Regierung von Premierminister al-Sarraj. Doch sie hatte nur wenige Gebiete unter ihrer Kontrolle. Sein Gegenspieler General Haftar, dessen Milizen den Großteil des Landes einnehmen. Aus strategischen Gründen und wegen der Öl- und Gasvorkommen schalten sich auch ausländische Staaten in den Konflikt ein. Al-Sarraj wurde vor allem von der Türkei unterstützt. Auf der Seite von Haftar stehen unter anderem Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate. Trotz eines UN-Embargos werden immer weiter Waffen ins Land geliefert. Haftars Offensive auf Tripolis gerät kurz nach dem Start im Frühjahr 2019 ins Stocken. Die Kämpfe dauern mehr als ein Jahr. Um eine Lösung zu finden, laden die Vereinten Nationen im Januar 2020 zur ersten Libyen-Konferenz nach Berlin. Im Oktober wird ein Waffenstillstand vermittelt. Im Februar 2021 einigen sich die Konfliktparteien auf eine Übergangsregierung unter Führung von Abdulhamid Dbeibah. Im Dezember soll im ganzen Land gewählt werden. Bis dahin sollen alle ausländischen Söldner abziehen. Doch Tausende sind noch im Land. Die Spannungen sind weiterhin groß. Sie wollen ihr Land auf den dauerhaften Weg raus aus dem Bürgerkrieg führen, Libyens Ministerpräsident Dbeibah und Außenministerin al-Mangouch. Die Übergangsregierung sitzt bei der zweiten Berliner Libyen-Konferenz mit am Tisch. Wir kommen mit einer Vision darüber, wie wir die Stabilität in unserem Land wiederherstellen können und wie wir den Weg bereiten können für freie, inklusive und sichere Wahlen am 24. Dezember. Die Libyen von außen militärisch unterstützen, Russland, die Türkei, Ägypten und andere, verpflichten sich in Berlin erneut, alle Söldner und Soldaten abzuziehen. So steht es zumindest in der gemeinsamen Abschlusserklärung. Doch es bleibt ein schwieriger Prozess, der Schritt für Schritt passieren soll. Es ist auch übrigens deshalb wichtig, dass das im Gleichgewicht geschieht. Denn wir wollen nicht, dass durch den Abzug eine Seite
sehr schnell Söldner oder sonstige Kräfte abzieht und auf der anderen Seite die erstmal verbleiben. Das würde zwangsläufig eine Situation entstehen lassen, bei der eine Seite noch einmal ein militärisches Übergewicht hätte. Lob für die Libyen-Konferenz auch vom US-Außenminister und Worte, die man in Berlin längere Zeit so nicht gehört hat. Die USA haben keinen besseren Partner, keinen besseren Freund in der Welt als Deutschland. Überhaupt bekommt die Bundesregierung heute viele Dankesworte für die Vermittlungsbemühungen in Libyen. Entscheidend für die Zukunft des Bürgerkriegslandes ist allerdings, dass Russland, die Türkei und andere das auch wirklich umsetzen, was sie am Berliner Konferenztisch versprechen. Zwischen Russland und Großbritannien ist ein Streit über einen Vorfall im Schwarzen Meer entbrannt. Während Moskau heute mitteilte, ein britischer Zerstörer sei mit Schüssen und Bombenabwürfen aus Gewässern vor der Halbinsel Krim vertrieben worden, widersprach London dieser Darstellung. Es habe keine Warnschüsse auf der HMS Defender, hier Archivbilder von dem Kriegsschiff, gegeben. Der Zerstörer sei auf einer harmlosen Durchfahrt durch ukrainische Gewässer gewesen. Womöglich habe es sich um eine Waffenübung der Russen gehandelt. In ihrem letzten Gruppenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft genügt der Mannschaft von Bundestrainer Löw ein Unentschieden gegen Ungarn, um ins Achtelfinale einzuziehen. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr. Bis zuletzt war unklar, ob Thomas Müller nach seiner Verletzung im Spiel gegen Portugal heute mit dabei sein kann. Lennart Brinkhoff steht vor der Münchner Arena. Wie ist denn die Atmosphäre vor dem Spiel? Ja, das Stadion leuchtet in den offiziellen Turnierfarben, nicht in den Regenbogenfarben. Dafür werden 10.000 Fahnen, Regenbogenfahnen, vor dem Stadion verteilt. Das ist von den Zuschauern auch gut angenommen worden. Viele kommen mit diesen Fahnen hier vorbei. Zusätzlich wird der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Manuel Neuer, die Kapitänsbinde in Regenbogenfarben tragen. Das war von der UEFA zuletzt geduldet worden. Und Joachim Löw hat die Aufstellung quasi bekannt gegeben. Es wird Leroy Sané für den am Knie verletzten Thomas Müller spielen, nicht Leon Goretzka, wie zunächst erwartet. Deutschland geht als Favorit in dieses Spiel gegen Ungarn. Die Menschen hier sorgen sich um eine Unwetterwarnung rund um München mit Gewittern und möglicherweise Hagel. Es hat bereits schwer angefangen zu regnen. Vielen Dank, Lennart Brinkhoff in München. Schweden hat am letzten Tag der EM-Gruppenphase 3:2 gegen Polen gewonnen. Das Team ist nun Erster der Gruppe E, war aber bereits zuvor für das Achtelfinale qualifiziert. Polen scheidet aus. Spanien ist nach einem 5:0-Rekordsieg gegen die Slowakei als Gruppenzweiter ebenfalls weiter. Die Slowakei schafft nicht den Sprung in die K.O.-Runde. In der 12. Spielminute vergibt Spaniens Morata einen Foul-Elfmeter. Er scheitert an Dubravka. Zunächst verhindert der slowakische Torhüter den Gegentreffer, dann erzielt er ihn selbst. Kuriose Szene, schon das 7. Eigentor dieser Europameisterschaft. Noch vor der Pause trifft Laporte zum 0:2. Sarabia und Torres legen nach dem Seitenwechsel zwei weitere Treffer nach. Und Kutschka mit EM-Eigentor Nummer 8 besiegelt den 5:0-Sieg der Spanier. Schweden gegen Polen und die Schweden in Gelb-Blau mit der frühen Führung nach 83 Sekunden durch Emil Forsberg. 14 Minuten nach dem Seitenwechsel Kulusevski und Forsberg mit seinem zweiten Treffer 2:0. Keine zwei Minuten später ein Konter über Robert Lewandowski, Anschlusstreffer Polen. Und Lewandowski wollte mehr und er bekam mehr. 83. Spielminute, Lewandowski zum 2:2. Aber in der Nachspielzeit Claesson zum 3:2 Endstand. Die Lottozahlen 5, 6, 9, 20, 33, 46, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 24. Juni. Die feuchte und unwetterträchtige Luft breitet sich bis morgen Abend etwas weiter nach Norden aus. Heute Nacht gibt es nach Süden hin weitere, zum Teil unwetterartige Gewitter. Morgen im Nordwesten und zunächst auch im Südosten oft sonnig, sonst mehr Wolken als Sonne und im Verlauf in der Mitte sowie im Süden Schauer und Gewitter bis hin zu Unwettern mit Starkregen und Hagel. In der Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 18 und 8 Grad. Morgen werden an der Nordsee 17, in Niederbayern 28 Grad erreicht.
Am Freitag im Süden und Osten teilweise kräftige Schauer und Gewitter, sonst meist trocken. Am Wochenende werden die Schauer insgesamt weniger und schwächer. Am Sonntag in weiten Landesteilen sonniges und trockenes Sommerwetter. Um 23.10 Uhr geht es in den Tagesthemen sportlich und politisch um den Regenbogen und darum, ob das überhaupt zu trennen ist. Fragen von Ingo Zamperoni an Thomas Hitzelsberger. Und Solarpaneele statt Roggenfelder. Warum nicht wenige Bauern über Alternativen nachdenken? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.